Es war einmal in einem weit entfernten Land im Orient ein Tischler namens Ali Baba. Er lebte in ärmlichen Verhältnissen zusammen mit seiner Frau. Ali Baba ging jeden Tag mit seinem Esel in den Wald, um Holz zu sammeln, was er dann in der Stadt verkaufte, um etwas Geld zu verdienen. Eines Tages, als er mal wieder in den Wald ging, sah er eine Gruppe von Männern auf Pferden auf sich zureiten. Und sie sahen nicht sehr freundlich aus. Das müssen die Räuber sein. Ich muss mich verstecken. Ali Baba versteckte seinen Esel hinter den Büschen und er selbst kletterte auf einen Baum. Die Männer ritten heran und stoppten direkt unter dem Baum. Ali Baba zählte genau 40 Männer. Die Männer luden schwere Säcke von ihren Pferden. Ali Baba war sich sicher, dass dies die 40 Räuber waren. Plötzlich ging der Hauptmann auf einen Felsen zu und sagte: Sesam, öffne dich! Dann passierte etwas Verblüffendes. Der große Felsen glitt zur Seite wie ein Tor und dahinter erschien eine Höhle. Einer nach dem anderen trugen die Räuber die Säcke hinein. Nachdem der letzte drin war, schloss sich das Tor wie von selbst. Ali Baba war sprachlos. Nach kurzer Zeit öffnete sich der Felsen wieder und die Räuber kamen heraus. Der Anführer kam zuletzt, drehte sich dem Tor zu und sagte: Sesam, schließe dich! Der große Felsen bewegte sich vor die Öffnung der Höhle und die Räuber sprangen auf ihre Pferde und ritten davon. Ali Baba kletterte vom Baum herunter und ging zu dem Felsen hinüber. Er sprach die Worte, die er sich gemerkt hatte. Sesam, öffne dich! Der Felsen rollte langsam zur Seite. Vorsichtig betrat Ali Baba die Höhle und traute seinen Augen nicht. Die Höhle war gefüllt mit Gold, Silber, Diamanten, feinen Stoffen und Schatztruhen. Er sah sich um, sammelte drei Säcke ein und verließ schnell die Höhle. Draußen wandte er sich dem Ausgang zu und wiederholte die Worte des Räuberhauptmanns. Sesam, schließe dich! Er lud die Säcke auf seinen Esel und ging heim. Als er zu Hause ankam, zeigte er seiner Frau die Säcke voll Gold. Sie konnte es kaum glauben. Sie dachte, Ali Baba hätte sie gestohlen. Wo hast du das ganze Gold her? Ali Baba erklärte ihr, was geschehen war. Sie glaubte ihm und zusammen begannen sie, die Säcke auszupacken. Los, lass uns zählen, wie viel es ist. Nein, lass uns ein Loch buddeln und das Gold vergraben. Warum gehst du nicht und gräbst ein Loch? Ich gehe deinen Bruder Kasim nach einem Messbecher fragen. Ali Babas Bruder Kasim war ein reicher Kaufmann, aber er war sehr geizig. Er hatte Ali Baba noch nie geholfen, also warnte dieser seine Frau. Sag ihm aber nichts von dem Gold. Niemand darf davon etwas erfahren. Seine Frau ging zu Kasims Haus und fragte ihn nach einem Messbecher. Weil er wusste, dass sie sehr arm waren, fragte Kasim sie: Wofür brauchst du einen Messbecher? Ihr habt doch gar kein Geld. Ali Babas Frau dachte sich schnell eine Ausrede aus. Doch Kasim glaubte ihr nicht. Heimlich strich er etwas Honig auf die Unterseite des Messbechers und gab ihn Ali Babas Frau. Als sie zurück nach Hause kam, begannen sie, das Gold zu messen. Und Ali Baba vergrub das gezählte Gold in dem Loch, das er gebuddelt hatte.
Als alles Gold vergraben war, brachte seine Frau den Messbecher zurück zu Kasim. Aber sie merkte nicht, dass etwas Gold an der Unterseite kleben geblieben war. Als Kasim den Becher zurück hatte, sah er sich die Unterseite an. Als er das Gold sah, war er schockiert. Ich frage mich, wo Ali Baba dieses Gold her hat. Kasim konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Als es Morgen wurde, stand er auf und ging direkt zu Ali Babas Haus. Er zeigte ihm das Gold, das unter dem Messbecher klebte. Ali Baba? Ich dachte, du wärst arm. Wo hast du dieses Gold her? Ali Baba erzählte ihm alles, damit er niemandem von dem Gold etwas sagen würde. Wenn du mir nicht zeigst, wo die Höhle ist, sage ich den Räubern, was du getan hast. Ali Baba wusste, dass Kasim seine Drohung wahrmachen würde. Er hatte keine Wahl. Also brachte er Kasim zu der Höhle. Die Höhle ist hinter diesem Felsen. Lass uns verschwinden. Die Räuber können jeden Moment zurückkommen. Ali Baba und Kasim gingen zurück nach Hause. Aber Kasim dachte immer noch an die Höhle. Er nahm 2 Esel mit sich und ging zurück in den Wald. Als er vor der Höhle stand, sagte er die Worte, die Ali Baba ihm verraten hatte. Sesam, öffne dich! Der große Felsen begann sich zu bewegen und der Eingang der Höhle öffnete sich. Kasim traute seinen Augen nicht. Er war sprachlos vom Anblick der Höhle. Das glitzernde Gold verzauberte ihn. Eilig begann er, seine Taschen mit so viel Gold er nur konnte zu füllen. Als die Säcke voll waren, ging er zum Eingang zurück. Aber das Tor war verschlossen. Und das Schlimmste war, er hatte die Worte vergessen, mit denen er den Felsen bewegen konnte. Er versuchte, sich zu erinnern. Tor, öffne dich! Felsen, öffne dich! Hafer, öffne dich! Aber was immer er auch sagte, der Felsen rührte sich nicht. Er bekam Angst. Er sah sich nach einem anderen Ausgang um, aber konnte keinen sehen. Nach kurzer Zeit kamen die Räuber zurück zu der Höhle. Als sie Kasims Esel sahen, wurden sie misstrauisch und zückten ihre Säbel. Sesam, öffne dich! Als sich das Tor öffnete, ergriffen die Räuber Kasim und bestraften ihn auf der Stelle. Das ist also der Dieb, der unser Gold gestohlen hat. Als es Nacht wurde und Kasim nicht nach Hause kam, machte seine Frau sich große Sorgen. Sie rannte zu Ali Babas Haus und bat um Hilfe. Ali Baba sorgte sich ebenfalls um seinen Bruder. Also machte er sich auf den Weg zu der Höhle und fand Kasims Esel davor stehen. Er wusste sofort, dass Kasim von den Räubern erwischt worden war. Er ging zurück zu Kasims Frau und erzählte ihr alles. Sie beschlossen, niemandem etwas davon zu sagen. Nach einer Weile zogen Ali Baba und seine Frau in Kasims Haus ein. Sie übernahmen sein Geschäft und halfen dabei, es zu vergrößern. Sie wurden reicher und reicher. Zur gleichen Zeit bemerkte der Hauptmann der Räuber, dass sein Gold in seiner Höhle von Tag zu Tag weniger wurde. Also befahl er einem seiner Räuber, herauszufinden, was vor sich ging. Geht in die Stadt und sucht nach jemandem, der vor kurzem zu großem Reichtum gekommen ist und viel Geld ausgegeben hat. Als der Räuber auf dem Marktplatz umherlief, sah er Ali Baba einkaufen mit seinem Gold in der Hand. Also folgte er ihm nach Hause. Als Ali Baba ins Haus ging, markierte der Räuber seine Tür. Als es dunkel wurde, ging Kasims Frau nach draußen, um Wasser zu holen. Als sie zurückkam, sah sie die Markierung an der Tür. Ihr war klar, dass dies nichts Gutes bedeuten konnte. Also nahm sie einen Eimer mit Farbe und pinselte alle Türen in der Nachbarschaft an. Am Morgen kamen die 40 Räuber, um Ali Babas Haus zu finden. Aber als sie sahen, dass alle Türen markiert waren,
mussten sie aufgeben und zurückkehren. Aber ihr Hauptmann hatte noch nicht genug. Er verkleidete sich und ging zurück zum Marktplatz. Er fand Ali Baba und folgte ihm nach Hause. Er klopfte an die Tür und Ali Baba machte ihm auf. Ich komme von weit her. Ich habe Krüge voll Olivenöl mitgebracht. Ich hörte, Sie sind der reichste Kaufmann in der Stadt. Vielleicht wollen Sie sie kaufen? Ali Baba lud den Hauptmann zum Abendessen ein, da er dachte, er wäre ebenfalls ein Kaufmann. Der Räuber ließ 40 Krüge Olivenöl in Ali Babas Haus tragen. Und Ali Baba ließ seine Diener ein wunderbares Abendessen auffahren. Er lud den Hauptmann ein, bei ihm zu übernachten. Natürlich nahm dieser die Einladung an. Während Ali Baba und der Räuber zu Abend aßen, ging Kasims schlaue Frau nach den Krügen mit Oliven schauen. Plötzlich hörte sie Stimmen. Sollen wir rausklettern? Nein, noch nicht. Als ihr klar wurde, dass die Krüge Räuber anstatt von Olivenöl enthielten, wusste sie sofort, dass dies eine Falle war. Sie ging schnell in die Küche und setzte Öl auf den Herd. Dann ging sie zurück und goss das kochende Öl in die Krüge. So wurden die Räuber leise unschädlich gemacht. In der Nacht, als alle schliefen, kam der Hauptmann zu den Krügen. Ihr könnt jetzt rauskommen. Als er keine Antwort bekam, fragte er: Seid ihr eingeschlafen? Er bekam wieder keine Antwort, also öffnete er einen der Krüge. Er erschrak beim Anblick und ihm wurde klar, dass er auch auffliegen würde. Also floh er so schnell er konnte und kam niemals zurück. Am Morgen erzählte Kasims Frau Ali Baba, was passiert war. Jetzt wussten sie, dass sie sich um die Räuber keine Sorgen mehr machen mussten. Und so lebten Ali Baba und seine Familie ein langes und glückliches Leben.